Du machst mich nicht mehr einfach super laut und dann kannst du alles andere leise machen. Dann ist ganz easy. Okay, so. Jetzt habe ich das Mic hochgeschraubt. Das Spiel ist vielleicht ein bisschen leise. Wie ist es denn jetzt? Ist das so eine gute Balance? Alter, na, das freut mich doch zu hören. Dann können wir direkt anfangen hier. Game Nummer 1 hier mit dem Sephiroth, den er natürlich auch noch einspielen muss, weil das einer von zwei Charakteren, einer von vielen Charakteren ist, to be fair, die Slipknot spielt, aber einer von den zwei, die er sich im Bracket fokussieren wird. Deswegen sehen wir jetzt hier, da kann man ja gleich Sachen anpassen, ne? Wo mache ich das denn? Da. Ja. Nochmal? 2-0? Oh no! Wir kommen auf den 9. Platz. So schnell kann es gehen. Okay. Dann können wir das ganz kurz reset. Das ist nicht Simon, sondern das ist. Machst du schon den Deal? Ja, bin gerade dabei. Da haben wir jetzt Liebnut. Ja, ja. Alter, ist ja schon perfekt alles drin. Ich muss ja nichts machen. Ach ja, stimmt, liebst du mal. Fast nichts machen. Danke dir. So. Kann ja dann direkt weitergehen. Hab nicht viel mitbekommen, aber mit der Schmudel hat sich das doch lieb geholt. Uff. Gib ihm das Schild. Oh, attack nicht! Oh, nice try. Ja, das hat er auf jeden Fall kommen sehen, dass er da von der Ledge einfach loslassen will und direkt papa optimal gepunished. Backdown-Tick finde ich ganz. Also das ist halt auch ein Vogel mal 156%. Sephiroth kann halt einfach nicht killen. Kein Kill für. Nichts hat er killed. Oh, nicht mal ein Konter mit einer Hitbox. Letztes Mal kein Lautsie gepickt. Ja, das meine. Wir sind noch nicht mal Top 8, doch sind wir. Jo, Top 8 ist schon los. Ich habe diesen Stick genommen. Oh, und da schoss er einmal nicht hin. Er kriegt irgendwie den Stock. Perfekt, gut, weiter geht's. Raw Forward Smash. Schöner Grab. Was kriegt er raus? Na, leider nicht so viel, wie er sich gewünscht hat. Jetzt geht's hier mit den Dragdowns into Backer. Sephiroth überlebt es noch, diesmal, aber es ist schon sehr tödliche Prozente für ihn. Oh! Was macht er denn? Oh! Guter Take Chase. Mist ganz knapp den Sweet Spot, wird geschildpoppt. Kriegt aber nichts. Slipknot darf weiterleben, die Back Air. Forward Air. Oh! Endlich der Konter. Ich darf auch mal treffen, aber die Slip Tilt bringt halt nicht so viel. Die halt aber den Laser, das hätte natürlich enden können. Powder-Kiste. Es gibt noch eine Dash-Attack. Oh no! Bisschen zu schnell gewesen. Kann attacken? Ja, easy. Na, warte mal. Ich glaube, da hat er das Problem gehabt, dass wenn er straight nach oben gegangen wäre, hätte vielleicht einfach nur die Stage erwischt, weil PS2 so geformt ist. Du musst ein bisschen eingehen, um da hochzukommen, aber das ist schwierig. Hat er ihn da in einer ganz schlechten Position gepackt, der Wolf. So. Und damit geht das erste Game an den Vogel. Gucken mal, ob er jetzt noch Sephiroth bleibt oder nope, da geht's direkt. Vergiss nicht, das ist Best of 5, ne? Ja. So, zurück zum. Mach mich nichts, ne? Ja, das bleibt alles. Okay. Game Nummer 2. Diese Grab Range schmackhaft.
Einfach bloß so hin, da darf ich. Du sitzt schon wieder mit dem F-Smash. Ich glaube nicht mal, dass das direkt gefehlt hat. Und Damage nimmt man natürlich mit, wenn es tut. Korrekt, ich muss nicht mehr was machen. Nice, let's go. Das sind unsere Top 8. Dann machen wir mit Lassie Fertig das Pizza. Jo. Wir fangen mit Hamster und Dike an. Ich werde hier sitzen bleiben und weiterkommen. Ich zeige mir alles ein Verband oder sowas. Dann wir haben schon Zeit. Ja, klar. Ich merke, dass ich die Texten Lotto und spiele. Was für Witzbolde. Nudel hier holt sich aber den ersten Stop. Kann sich auch hoffen, dass er den Lead noch etwas größer macht mit diesen Juicy Falco Cutscenes. Und let's go. Ja, der geht's ab. Schön kurz einmal reingetreten. Worf haben wir auch jetzt schon in den nächsten 13 Sekunden. Mal im Hinterkopf behalten. Da ist es. Reicht schon? Nee. Was jetzt? Oh! Ja, schön nochmal mit Apex. Denn er kriegt die Hitbox, den direkt nach oben schickt, statt zur Seite. Und das reicht auch, um ihn zu töten. Jetzt habe ich mal schon hoch und wir spielen immer auf das Typ. Makes sense to me. Jetzt halt nochmal ganz easy hier den Stuff geholt. Und wenn er es jetzt noch ein bisschen rauszögern kann mit seinen zweiten Stuffs, dann tippt er vielleicht noch ein paar Aufbau. Ansonsten wartet er genug andere Möglichkeiten zu spielen natürlich. Aber Slipknot kann jetzt einfach langsam spielen. Du kannst Spread in den Boden draußen spielen. Okay. Uff. Was noch schon super für Stage zu kommen? Uff. The Raw Downers. Müssen sich so heftig am Kinn zu treffen. Schöner Barry. Ah, versucht hier mit dem Mix-Up, mit dem Multi. Kommt aber leider nicht ganz durch. Schön. Rolle kick covered mit dem Uptail. Zu hoch der Zunder ist jetzt auf irgendwas davon rauskriegt. Es ist ein Downtail into Ground. Kick ihn auf Stage. Keine Edge Guards von beiden Seiten. Oh, der Doppelspot. Eieieiei, fast gejuiced worden on screen. Gut, dass wir das verdient haben. Oh, oh, ein Api hätte ich da gesehen. Oh! Tja, wollte der mal fancy sein mit dem Walljump, ne? Da ist Moodle einfach ausgerutscht und von der Stage runtergefallen. Unfortunate. Aber der Slipknot, der punisht jeden Fehler natürlich. Weil er ein krasser Bube ist. Oh oh. So. 1-1. Ist das Kommentar auch hier? Ja. Hier Kommentar. Alter, nee, da kann ich das nicht. Ich kann nicht schüchtern. Ach, aber wo ist Zebra? Slipknot's Warrior ist so Heavy Metal. Das ist er. Das ist er. Ich würde sogar sagen, es ist richtig Death Metal. Er ist aber leider schon wieder gegangen. Auf geht's, Gönners Game Nummer 3. Setzt euch hin, wir schauen zu. Small Battlefield diesmal. Blaust ein bisschen höher, das Sage ein bisschen kleiner. Das heißt, die Seiten fühlen sich ein bisschen größer an. Oh, schafft die Protect Chase nicht ganz, aber nice try. Uff. Ist schon wieder diese Downer-Hits. Schmackhaft. Oh,
den Korken ziehe. No. Aber machen wir uns keine Gedanken, den Engel hätte er sowieso gecovert. Ja. Wir haben es gleich hinausgenommen. Schön gespaced mit der Backe um den Abtilt herum. Kann er es in den Kill kondensieren? Oh, no. Fist aber dafür eine kleine Combo. Den Offstage packt. Mit dem Leafy AP kommt er nochmal durch. Mit dem Mini-Reversal. Oh. War ein bisschen zu weit weg. Ah, jetzt aber. Der Vortilt ein bisschen langsam an der Stelle, dass er noch rechtzeitig mit der Back einfach drauf treffen kann. Oh no! Da hat er einfach die Ledge geküsst. Wollte sie nicht festhalten. Hat kurz ein bisschen gekuschelt. Hat für eine Klatsche gefressen. Oh. Mit dem Kick aus dem Ball. Jetzt aber. Zwei Klatschen. Der Winner wird erzählt nicht ganz. Aggressive Antwort hier von Müde. Worauf das Anwesen. Take Chase. Ganz locker hat gewartet, bis er reinrollt. Gute Entscheidung hier von Müde an der Stelle rauszurollen. Das wird natürlich entwickelt. Oh oh. Auf die Vorbetone drin. Nice, das killt aber nicht. Spiel ist fake. Oh. Zwei kommt. Verfehlt. Stimmt doch nicht. Laser jetzt? Nicht ganz. Oh mein Gott. Was wird denn das hier? Hallo? Hallo? Ach du Scheiße. Nochmal? Ja. Jo. Er war krass, wie du Warf gemacht hast und einfach seine zwei Downfields gedodged bist. Alles klar, dann sind wir Game Nummer 4, wir sind zurück auf Phase 2. Wir blasht uns. Vielleicht kriegt er jetzt den Kill mit der AP, wenn er ihn braucht. Und nicht nur ganz knapp. Ach, Phantom jetzt auf den Nerv. Unlucky. Ich hab's gesehen. Schöner Parry. Die Downer. Aber auch nicht. Und Bardo entscheidet sich, auf Falco drauf zu sitzen. Mit Erfolg. Uff. Ich glaube, das hier. Kommt in der weihnachtlichen Stimmung. Kein Jablock. Lucky. Aber den Trade hier auf Moodles Seite. Oh! Was kocht er? Was kocht er? Wird aber gespiked von Larger. Unlucky. Okay. Falco Grab getroffen, erstmal Winterkopf trotz. Oh, der Jablock! No, get up attack! Ein Spieler drumherum, was ist dein Problem? Eieiei. Skill ist hier an der Stelle. Oh! Pivot up tilt! Wow! Er kriegt einen Kill, ne, nimm mal rein. Oh! Aggressive Landing hier. Der Mini warft nicht ganz. Ja, das ist jetzt halt, das fühlt sich jetzt bad an. Jetzt ein Full Warf, kriegst noch dieses Game, ist ja eine Geschichte für sich. Das wird schon sehr defensiv spielen. Oh mein Gott! Mir wird schlecht. Ah, 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 oh!
Okay. Was ein Reversal an der Stelle auf jeden Fall. Oh! Ja, das war langweilig. Aber es ist üblich. Nevermind. Falk hat Update getroffen. Was für ein Nietzsche. Uff. Jetzt sitzt der Damage. Nope. Landespiele wird da auch rein. Ja, wir drücken einfach Knöpfe und kommt das nächste 20 raus. Schon wieder. Oh. Hat die Rolle schön antizipiert, aber war leider ein bisschen zu lange gewesen und wird dann noch aufgegessen. Das wartet diesmal auf den Angriff, aber kriegt leider den Griff, kann ich nicht ganz raus. Jetzt ein Backdrop. Das ist gefährlich. Oh. Da geht er auch ganz low. Gute Reaktion auf die Rolle an der Stelle. Oh nein! Okay. So, der erste Hit von der Abi hat ihn nach oben geschleudert und dann Stage Spike. Nee. Ja, das war auf jeden Fall heftigste Outplay an der Stelle.